Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Projektcasts. Diesmal mit einem Aston Martin GT3 auf der Nürburgring-Nordschleife. Dann drängen die uns hier direkt ab. War ein Sauwetter sozusagen hier. Irgendwann hinter einem BMW feste. Wir machen jetzt hier eine Art 24-Stunden-Rennen simulieren. Auf drei Runden sozusagen in Nordschleife. Jetzt sind wir dran vorbeigekommen. Wunderbar. Jetzt auf die Kuppe. Mein Gott, der Aston Martin hat so einen geilen Sound. Ja? Genial. Expected, so be careful out there. It's gonna get more slippery. Oh, da ballern wir uns direkt ins Auto rein. Das Auto ist auch, glaube ich, leicht beschädigt. Den versteht die Lenkung nicht mehr ganz gerade. Ah ja, und wenn ihr euch wundert, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich bin erkältet. Oh, die Sonne blendet extrem hier. Schön Ginetta fetzt vor uns. Davor ist ein BMW Z4, GT3. Ach, ein GT3. BMW macht ja jetzt einen neuen M6 GT3 raus. Auch ein sehr schönes Auto. Gehen wir dann vorbei. Wunderbar. Da sitzt er. Dem lauter Knick sozusagen. Oh, ist das Heck fast weggegangen. Oh. Ja, haben wir unseren Platz wieder verloren. Looks like they're one on your tail. Start defending your position. Cover the inside line in the braking area. Karussell. Trotz Regenreifen hier. Es regnet jetzt noch viel stärker als vorher. Oh, dann werden wir abgeschossen. Von der KL. Ah, kurz vor dem
Karussell. Somit konnten wir das Karussell gar nicht perfekt nehmen. Aber kann hier nichts, sondern noch nicht von innerweg. Da ist etwas im Regen noch ein bisschen komisch. Aber das sieht so langsam auch. Also. Das kommt ja jetzt auch bald raus, das Spiel. Ich glaube noch knapp einen Monat. Oder 5 Wochen, 6 Wochen sowas. Da kommt das Spiel raus. Das ist auch das Schwerste, was man in dem Projekt Cars machen kann. Auf der Nordschleife, wenn in Nacht und noch bei Regen fahren. Das ist das Schwerste, was man machen kann überhaupt. Und da auch vorbei. Jetzt sind wir auch in der Fingerhöhe. Auf der rechten Seite die schöne Nürburgring, die sogar angeleuchtet wird. Ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich gleich auch wieder auf die aufschließen, die wir vorhin vorbeilassen mussten. Freiwillig. Ja, das 17, das war unser alter Platz sozusagen. Es wird auch immer dunkler jetzt hier. Die Nacht bricht so langsam hinein. Oh, da hat er uns direkt wieder überholt. Gucken, ob wir den BMW jetzt noch kriegen können. Da, auf der Bremse. Ah, da sind wir auf jeden Fall hier näher rangekommen. Wir können auch besser rausbeschleunigen. Oh, was ist das denn hier? Oh. From what we can see on TV, it looks like you've got some aero damage.
Oh, das Auto ist kaputt. Ich muss gleich mal in die Box fahren. Und somit ist unser Rennen eigentlich auch schon gelaufen wieder, sozusagen. Ah, oh, da drehe ich mich. Da fährt uns hinten noch einer rein. Super. Man merkt, dass das Auto nicht mehr das Beste ist jetzt gerade. Sehr schwierig zu steuern jetzt. Ich kann jetzt auch nicht mehr das Tempo gehen, was ich vorher gehen konnte. Der Regen wird noch mal schlimmer jetzt. Man hat doch fast gar keinen Grip mehr auf der Straße. Jetzt den Porsche mal ein bisschen hinter uns zu halten noch, ne? Nicht, dass wir noch einen Platz zurückfallen, aber die werden wir sowieso verlieren gleich, bis wenn wir in die Box müssen. Aber wir müssen auf jeden Fall in die Box, weil das Auto ist nicht mehr Eile. Oh, das ist ein Ritt wie auf rohen Eiern sozusagen. So fühlt es sich zumindest an. Karusse. Langsamer. Gerade noch bewegen steuern können. Oh, jetzt kommt Gewitter. Natürlich doof, wenn wir den Unfall am Anfang der Strecke gehabt haben, dann müssen wir ja die ganze 20 Kilometer sozusagen abfahren mit einem kaputten Auto. Dadurch verlieren wir natürlich extrem viel Zeit. Auf jeden Fall kommt mit dem Porsche jetzt. Können wir auf jeden Fall mithalten mit dem Porsche noch. Okay, der ist auch nicht mehr der ganz. Der noch heile ist. Oder es liegt einfach am Wetter, dass die jetzt auch ein bisschen langsamer fahren müssen.
Aber ich würde schon sagen, das liegt eher am Wetter. Vielleicht kriegen wir ihn noch auf den Graben, aber wir müssen ja jetzt sowieso gleich in die Box unser Auto reparieren lassen. Und dann werden wir sowieso noch weiter zurückfallen. Aber auf den Graben ist der Aston Martin auf jeden Fall schneller als die anderen, glaube ich. Also, wenn ich jetzt irgendwie das mit dem Ruf sehe, das bietet sich auf den Graben keine Chance. Aber hier schön mit dem Schreier zieht uns so drauf vorbei. Da drängt er uns noch ab. So, Regenreifen. Regenreifen, 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 so. Was ist das denn wieder? Fassen die Waypoints noch nichts? Ganz. Ja, ich glaube, die Boxencrew wurde auch im Moment erstmal wieder deaktiviert, weil da steht ja jetzt nur einer. Bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Ah, guck mal, das ist schon fertig. Wunderbar, können wir ja weiterfahren. Auf zur letzten Runde. Müsste es gleich auch wieder hell werden. Alte Reifen noch gehabt. Wäre natürlich auch sehr schwierig bei diesem Wetter warm. Man sieht die kleinen Pfützen hier überall. Bremsballons auch noch eingestellt. Ah. Ah. Super. The remainder of the session will now be simulated. Alles klar. Gut. Das war's dann wohl jetzt. Ja, gut. Die ersten haben die ersten drei Runden vorbei. Das kann man ja leider nicht mehr zu Ende fahren. Also dann würde ich mal sagen, bis übermorgen. Tschö.